Ich habe immer noch Hunger, ich habe aber schon mein Pre-Workout mir gegessen und ich habe nichts zu fressen, was irgendwie jetzt nochmal schnell geht. Ich weiß gar nicht, ich hab gar keinen Bock mehr, Alter. Guck mal, ich sag ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, okay? Ich habe keinen Bock. Ich habe gerade auf nichts mehr Bock. Ich habe die Kamera auch so wenig wie möglich angefasst, die letzten 2-3 Tage, weil ich einfach keinen Bock habe gerade. Ich habe wirklich so null Lust und Laune auf die ganze Scheiße. Ich bin exhausted bis zum Tod. Mir geht's nicht gut, okay? Die Anglizismen sind am Start. Nee, komplett unironisch jetzt. Ich habe for real wirklich gar keinen Bock mehr auf gar nichts gerade. Ich habe wirklich, also Lebensfreude ist gerade ganz unten. Ist gerade am Boden. Der kriecht hier so rum. Der hat gar keinen Bock mehr. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, trotzdem Gym-Vlogs zu machen. Ich hätte auch schon Gym fast geskippt, ich sag ehrlich. Ja, ich habe fast meinen Chest-Day sogar jetzt geskippt, weil ich so wenig Bock habe. Ich habe wirklich gar keine Lust. Ich habe keine Lust. Versteht ihr? Ich habe keine Lust. Ich habe wirklich keine Lust. Aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen die Soundcloud-Playlist, die jetzt online ist. Ja, ihr könnt meine Playlist hören, die verstörende Scheiße, die ich jedes Mal höre. Die habe ich jetzt noch mal weitergemacht und ich sag ehrlich, durch meine Playlist, ich habe ein bisschen Motivation bekommen. Ich habe richtig gemerkt, so, ja, das ist gefühlt das, was in mir vorgeht. Das, was ich jeden Tag im Kopf, diese Stimmen, was ich fühle, diese Schmerzen. Ja, und das soll ja alles nicht umsonst gewesen sein. Und deswegen habe ich die Cam jetzt wieder angemacht. Sage nochmal Hallo. Hallo. Und ja, wieder Chest Day, okay? Es ist wieder Brusttag. Ich weiß nicht, was los ist. Ich sag auch ehrlich, Chest Day ist, glaube ich, auch am attraktivsten zum Zugucken, finde ich persönlich, ne? Auch wenn manche Weirdos mir schreiben, oh, bist du hier, bitte mach mal Leg Day. Ich hab Bock auf deinen Arsch zu gucken, mach Fokus auf deine Glutes, dies und das. Nee, machen wir nicht. Die Titten trainiere ich aber sehr, sehr gerne mit euch. Ich will auch gar nicht mehr allzu viel reden. Es ist gleich 1 Uhr. Ich weiß auch nicht, ob ich mir irgendein Pre-Workout noch reinknalle oder so. Falls ihr euch wundert, warum ich weggucke, ich bin ein bisschen schüchtern. Lasst mich in Ruhe. Your boy is shy. I'm shy. Nee, ich hab echt keinen Bock mehr. We go, Jim! Alter, ich weiß auch gar nicht, ob ich mit dem Auto fahre oder zu Fuß gehe gerade. Ne? Ich bin echt ein bisschen unentschlossen. Ich bin echt am Überlegen, weil... Sorry, mein Brain ist am Lecken, Alter. Ich sollte am besten einfach die Cam ausmachen. Ich merke, heute habe ich einen Knacks, Alter. Fuck. Okay. Das wird jetzt richtig komisch klingen, aber das war jetzt mein Warm-up. Ich will heute ein bisschen mehr Gerätetraining machen. Ah, hi. Alles gut? Bist du fertig? Also. Nicht so gut, ja? Kaputt. Hab keine Lust mehr, ja? Der sagt mir viel Spaß, ey. Das hab ich auch gewonnen, der sagt viel Spaß. Stark. Der hat nur an sein Parkticket gedacht. War schon nach Hause, der Typ. Hat der mich gefickt. Worauf ich aber hinaus wollte ist, ich wollte hier direkt viel Gewichte ballern, mich aber da einmal vernünftig aufwärmen, weil mit den kurzhandel Movements kann ich noch ein bisschen mehr Stretch rausholen, vor allem Richtung Schulter. Hier habe ich das Gefühl, Warm-up ist ein bisschen schwierig, deswegen jetzt kann ich hier aber direkt mit 40 pro Seite starten. Immer raus, du Tomaten. Das ist, by the way, die Dualpresse, Freunde. Falls ihr euch fragt, wie die Scheiße hier heißt. So.
Ich weiß, in der negativen habe ich ein bisschen krass gedroppt, aber der Stretch ist insane gerade gewesen. Oh Gott, oh Gott. I hate you. Stop now, come back. I love you. Mir geht's gar nicht gut, Alter. Ist einfach so, wie es ist. Ich bin eigentlich immer gegen Gewalt, ne? Also ich weiß sowas gar nicht, aber wenn ich irgendwie mal jemals in meinem Leben Bock auf Blut gehabt haben sollte, das ist jetzt gerade einer dieser Tage, dieser Momente. Und 11. Klasse Mello, aber das ist ein anderes Story. Ich will meinen Pullover gar nicht ausziehen, ich fühle mich heute nicht wohl vor der Cam. Oder generell mein Körper, and my body. My body, your choice. More important than pain is the summer that's rising within me. I never feel it's something violent and I find it out of your hand. You understand, my friend? Ich sag ehrlich, 50 pro Seite hier ist schon ordentlich, ja? Ist schon sehr schwer. Puh. Hi. Ich weiß bis heute nicht deinen Namen, aber wir sagen uns immer Hallo. The best buddies, bro. Goddamn, bro. Der hat mich auch beim ersten Mal nackt gesehen hier, oberkörperfrei. Der hat gefühlt, der hat gefeiert, ja. Yeah. Auf Lock. Bombastic side, ey. Think I'm falling. I think I'm falling in love with you. Also, egal welche Art von Technik, ich habe selber nicht mit damit gerechnet, dass ich das gut hinkriege. Versteht ihr? Nee? Ich auch nicht. Muss jetzt noch für TikTok aufnehmen. Sag ich ehrlich, Soundcloud-Werbung fuckt mich gerade unnormal ab. Ich glaube, wir müssen das holen. Ich glaube, wir müssen Premium besorgen. Es geht nicht anders. Und alle, die sagen hier, warum Spotify, warum Soundcloud? Digga, Spotify ist Trash. Sorry, also außerhalb von Gym-Musik hören okay, ne? Aber im Gym Spotify... Sorry, aber... Dann trainiert ihr nicht bis ans Muskelversagen. Ich hab's gesagt. Okay? Ja. Wir haben gerade noch mal einen Drop gemacht für TikTok. Der hat ordentlich gesessen. Ich hab jetzt schon so viel Blut. Digga, ich kann heute nicht reden, ne? So viel Blut in meiner Brust. Das ist unfassbar. Ich meine, jetzt nochmal 50er. Mach einen dicken Droppy. Nochmal für YouTube. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Was ist das denn? Warum guckt ihr mich so an? Darf ich nicht laufen? Dann habe ich keine Rechte mehr. Ha? Ha? Erzählt mal, wie war euer Tag so? Schreibt mal Kommentare. Gut, schlecht, medium, rare.
glaube, man hat das on cam gesehen. Choice! They choose me! Even if it bends on the second round. Get in here to be done. What if it... Was guckt der so, Alter? Warum hat der so? Guck noch einmal so, du dummer Bastard, Alter. Oh. Tipp von mir, vom Großmeister. Wenn ihr nicht Ego-Lifting machen wollt, sondern vernünftige Muskel treffen wollt, setzt ruhig nochmal ab unten. Geht langsam runter, absetzen und dann nochmal neu hochstarten. Weil das ist der schwerste Punkt. Wenn ihr den ausnutzt mit dem ganzen Stretch, dann geht das richtig rein noch einmal. Und wenn ihr merkt, langsam geht nicht mehr, ihr könnt vom Startpunkt nicht mehr hochdrücken, macht nur noch halbe Reps hinterher. Dann habt ihr das ausgeglichen. Frag mich nicht, was die Drehung sollte. Ist einfach passiert, okay? So. Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit oben, oder? Oh nee, das zieht sogar ganz gut rein, Alter. What the fuck? Ich glaube, mit mehr Gewicht reißt mir die Schulter weg. Ich gehe noch ein bisschen nach hinten. So. Ihr merkt schon, heute ist die obere Brust nochmal richtig dran. Wir machen noch nicht allzu viel Gewicht heute. You fuck bitch. Alter. Ich hab nicht gesehen, ob das drin ist, Alter. Fuck. Oh, verfickte Scheiße. Fucked up. Fucked up. Jetzt kommt wieder Werbung. Ne, doch nicht. Boah, ich weiß nicht, ob ich höher gehen sollte, Alter. Der hat schon mies gezogen. Merkt euch das auch. Wenn ihr weiter hoch macht, die Bank, also mehr Richtung vordere Schulter. Und obere Brust und nicht flach. Das wird immer anstrengender. Also wem das noch nicht klar war, also eigentlich sollte man das ja verstehen, ne? You're fucked up, yeah. You're fucked up. Komm, scheiß drauf. Ich hab gefühlt jetzt schon keine Kraft mehr in der Brust. Die ist komplett am Arsch. Ehrlich, Dualpress ist underrated, glaub mir. Ist eine krasse Übung. Kann man auch zwischenzeitlich als Ersatz für Bankdrücken und so nehmen, wenn man mal eine Phase ein bisschen Schulterschmerzen hat. Merkt euch das. Ja, ja. Ah.
Oh, fuck. Nee. Oh, fuck. Mein oberer Brust ist zu. Kann nicht mehr. Fuck. Oh, das wird schon weird dann, Alter. Einfach so ein Stein. Fotos und Videos, halt's Maul, Alter. Diese McFit-Anzeige fuckt doch langsam. Ich fühle mich immer so angesprochen. Wenn ich einen Bildschirm lese und da steht keine Videos und so machen. Die ist dicht, ja. Die ist zu. Sehr, sehr anstrengend heute. Ich gehe gerade ein bisschen durch, was wir noch machen können heute. Machen wir auf jeden Fall nochmal Butterfly gerade. Dann wahrscheinlich noch einmal hier für die untere ein bisschen runterdrücken. Habe ich noch nie gemacht mit euch zusammen. Werde ich euch gleich mal zeigen. Das ist cool, wenn man einen Partner hat, der einen runterdrücken kann. Weil wenn du da Gewichte machst, die hält dein Körper nicht mehr aus, also gehst fliegen, dann ist es cool, wenn du jemanden hast, der dich runterdrücken kann. Werdet ihr gleich sehen, dann versteht man das, was ich laber. Dauert aber noch, also erstmal Butterfly, dann das. Ja, deswegen, wenn ihr bei dieser Übung auch Probleme habt, weil ihr könnt mehr Gewicht machen, als ihr selber wiegt, entweder mit einem Partner direkt oder macht das ganz am Ende erst, wenn ihr wirklich am Arsch seid und gar nicht mehr könnt. 200 IQ, normal habe ich Abitur. Ich sag ja, ich mach nur noch einen Dropsatz für TikTok jetzt und dann gehen wir rüber Butterfly machen. Na dann. Na ja, no. Hello, my friend. Here I am. Once again, feeling lost. But now and then. I'm breathing. Let it go. Wir machen mal 70 erstmal. Ich bin am Arsch, Alter. Oh, fuck. Meine Brust mal langsam zu, Junge. Ich hab das aber schon gemerkt. Guck, genau deswegen habe ich kurz eine Drücke nur als Warm-up benutzt. Das ist eine Sache, die kennen nur Leute, die ein bisschen advanced sind, die ein bisschen mehr Ahnung haben von ihrem Körper und generell die ganze Gym-Scheiße. Es gibt Tage, da ist der Körper einfach nicht so, ne? Kann einfach nicht mehr. Da ist wichtig, das einzukalkulieren, was besser wäre. Gerätetag oder Freihandeltag. Ich habe phasenweise, da baller ich nur Freihand hin, durchgängig. Da gehe ich gar nicht auf Geräte. Da habe ich aber auch Phasen, da baue ich immer wieder und immer wieder Geräte. Fast jedes Training dann mit ein. Das wechselt immer ab bei mir. Und das ist sehr, sehr wichtig, um meine Augen einschätzen zu lernen. Man muss checken, wie sein Körper funktioniert. Ich sage das immer wieder. Diese Copy-Paste-Scheiße, das bringt euch nichts. Nur gucken, oh, was macht der? Ich mache das eins zu eins genauso. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Probiert alles aus, macht so viele Fehler wie möglich, korrigiert die, macht eure eigenen Erfahrungen, euer eigenes Bild. Es gibt so viele Übungen, die ich feiere, die andere nicht feiern. Deswegen, einfach auf eigene Arsch gucken. Seid keine Copy-Paste-Idioten, ich hasse sowas. Oh, verdammte Scheiße. Ah, piss off shit. It's too late now. Tut jetzt schon weh, tut einfach jetzt schon weh. Hallo. Das Ding bewegt sich, ich wollte ein bisschen Calisthenics machen. Oh, fuck, Alter. Tschüss. Nee, heute ist kein voluminöser Tag. Heute ist ein bisschen, ne? Gezogene Handbremse. Nicht übertreiben. Die ist nicht ganz regeneriert. Wahrscheinlich von den letzten Chest Day. Das müsste sogar das letzte Video sein. Da war ich komplett vercrackt, wo ich hier rumgelaufen bin und so. Da habe ich echt übertrieben, glaube ich. Wahrscheinlich deswegen. Ich mache mich nochmal 70, ich gehe sogar noch weiter runter. Ich will den Muskel heute ein bisschen besser lahmlegen, Alter. Mann, der da, ja. Yeah.
Oh. Nee, das ist gerade echt schlimm, Alter. What the fuck? Boah, schon lange nicht mehr so einen räudigen, aufgepumpte Chest-Scheiße, Alter. Das ist wiederum zu viel, Alter. Ich kann nicht mal mehr richtig trainieren. Das tut weh. Es schmerzt. Ich hab Schmerzen. Ja, heute ist so ein Tag, ich hätte Bock auf Rennen mal gehabt, ja. Wenn hier so einfach mein brillentragender Bruder wäre, der ein bisschen sagt, boah, das wäre Himmel auf Erden. Sehr wunderschön. Stattdessen ist er gerade schlafen, morgen früh Arbeit, voll Idiot halt. Lieber Jobcenter gehen und nichts verdienen. Yeah, mit YouTube. Yeah, yeah. Also mach ich mit meinem Leben. Schluss mit teuer, halt deine Fresse. Dumme Werbung, Alter. Nee, ich glaube, wir müssen uns alle jetzt Soundcloud holen, diese Premium-Scheiße. Meine Augen sind gerade so, tun weh, Alter. Ich glaube, ich muss noch so einen ganzen Tag mit Blaulichtfilterbrille wieder verbringen. Wirklich den ganzen Tag. Ein bisschen meine Augen entspannen und dann so Gurken noch drauflegen. Kennt ihr das? So ein Comics und so immer. Schon wieder Werbung, ich glaub's nicht, Alter. Ja, ich muss auf TikTok, goddamn, bruh. Hey. You understand, my friends? Boah, es tut wirklich höllisch weh gerade, ne? Meine scheiße Brust, das ist unfassbar. Geh mal. Ja, ich film gleich wieder. Hey, listen. Guck, ich pinkel, man sieht nichts, man sieht nicht meinen Cock. Man sieht nur meine Buttcheeks. Mehr sieht man nicht, okay? Guck, freihändig kann ich pissen. Wow. Ich schreibe jetzt direkt mal hier ein paar Leuten bei Insta zurück. So beantworte ich mal eure DMs, damit ihr Bescheid wisst. Was sind mir denn da hier da? Der guckt Attack on Titan. Ja. Batz, batz, batz. Ist der jemand da kurz abtröpfeln und wieder rein, ne? Hier war wieder rein, ja. Guck mal, Attack on Titan. Vertraut. Also das hier ist wirklich ein normales Push-Training. Alles, was ich sonst gerne mal mache, ist meistens auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Weil guck, wir hatten jetzt Dualpresse, Butterfly, Multipresse. Ah, stimmt, wir wollten noch untere Brust, ne? Ich weiß nicht mal, ob ich das mache, ehrlich gesagt, weil meine Brust ist jetzt schon wirklich... Oh mein Gott, sorry. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich denke mal, wir machen nur noch Trizeps. Weil die vordere Schulter, die ist auch schon gut am Arsch, wegen hier... Multipresse. Aber auch ein bisschen wegen Dualpresse. Na, die Backre. Bare hands. You hear me? With my bare hands. You understand, he's my brother. Es war gerade gar nicht wohl, aber scheiß drauf. Für den Content, geil, in meinem Ausziehen wie eine kleine Schlampe. Ich krieg mein T-Shirt nicht ausgezogen, fuck. Oh. Nee, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber heute ist echt nicht so gut. Heute ist so, oh mein Gott, ich schäme mich gerade über, fuck. Ich sehe mich nie wieder auf, so. Digga, wie oft will er noch Werbung kommen, ich schwöre. Sag yo. Merkt euch eine Sache.
Wenn ihr mich mal treffen solltet und ihr Angst habt, dass es unangenehm ist, weil, keine Ahnung, irgendwie ist Loki manchmal ein bisschen cringe, ob man will oder nicht, redet mit mir einfach über Anime. Dann ist alles cool. Dann kann es gar nicht weird werden. Checkt ihr? Ich muss einmal ein bisschen den Stretch abholen. Gott, ist der nichts erfunden, Junge. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Wieder Werbung, ey, Junge. Digga, halt's Maul, Alter. Ist doch nicht normal, wie viel? Sasagio, Sasagio. Shinso Sasagio. Shinso Sasagio. Schon müde, Alter. Vom Leben, vom Existieren bin ich müde, Junge. Ich möchte sterben. Ich möchte tot sein, ich möchte tot sein. Das sind so Nächte, da wünsche ich, irgendein Hater wäre hier und der wird mir in die Fresse sagen, oh, du siehst scheiße aus, lass boxen. Ist mir egal, ob der 2,80 Meter ist und 180 Kilo wiegt, shredded. Ich würde so mit Kurzhand auf seinen Kopf schmeißen, bis zum Tod, Alter. Ich will ihn unter die Erde bringen. Ich hätte so Bock gerade. Dabei bin ich eigentlich komplett gegen Gewalt, also versteht das nicht falsch. Eigentlich hasse ich Gewalt, aber jeder hat mal einen schlechten Tag, oder? Ich bin gut am Arsch, ja. Fuck, Alter. Wie viel haben wir denn? Wir haben gleich 3 Uhr. Heute sind wir früh, ja? Heute sind wir früh raus. Yeah! Let's go! Wir fixen unseren Rhythmus. Yeah! Wir sind vielleicht noch um 4 Uhr zu Hause endlich, ja? Let's go! Ist der Ende? Komm, wir machen noch einen Drop hier von unten, einen Drop hier von oben. Wirklich nur einen einzigen Satz. Und dann gehen wir direkt einmal diese hier im Sitzen Dips machen. Wovon ich eben gesprochen habe, einfach damit ihr wisst, was ich meine. Und nicht rumheulen könnt im Nachgang. Dann sagt, du wolltest doch machen, du hast nicht gemacht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, chill doch, ich zeig doch gleich. Boah, mein Auge. So, Scheiße. Fuck. Verpiss dich von mir. Geh weg von mir, du dummer Hurensohn. Oh mein Gott, Alter, tut das weh, verfickte Scheiße. Not anymore. I hate you, I love you. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Hi. Erin. Mm-hmm.
geht's nicht gut. Send help. Follow your fucking dreams, baby. Follow your fucking dreams. Also, wir sind jetzt bei der besagten Übung angekommen. So, man geht dann hier rein, zack, zack, zack. Checkt ihr? Ihr checkt schon. Das sind quasi Dips im Sitzen, wenn man sich noch ein bisschen nach vorne lehnt. Das ist optimal. Boah, ich bin am Arsch. Ich bin einfach nur noch exhausted. Ja, yeah. Der Bre da hinten schreit auch voll rum, Alter. Ich sag ja, ich hab nicht mal Bock auf die Übung. Ich müsste die eigentlich gar nicht machen. Ich mach die nur wegen euch. Nur wegen euch, wenn ihr nicht dankbar seid. Ne, dann, 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 dann. Okay, reicht. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause, es reicht, es reicht. Nee. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Video sein wird. Obwohl, ich denke mal schon, es ist ein kleines Zeichen für euch, dass man auch an schlechten Tagen einfach durchziehen sollte. Einmal gucken, dass man irgendwie überlebt in dieser Dreckswelt, wo Leute immer nur das, Digga, diese Lichter hier sind so scheiße. Ich bin wirklich krass am Arsch, Alter. What the fuck? Ganz ehrlich, wir hören uns die Tage. Ich mache einfach die Tage noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video. Einfach damit wir die scheiß Ziele erreichen. Fertig, was soll ich euch großartig sagen? Macht keinen Sinn jetzt irgendwie nochmal zu sagen, oh, mir geht's nicht gut. Ich gehe jetzt nach Hause, wein mich in den Schlaf, check's mir dabei ein. Macht keinen Sinn.